herzlich willkommen zu einem kleinen Showcase der Nindies at Home, wie man hier in der Mitte groß sieht. Das sind insgesamt 9 Indie-Titel, unter anderem Runbow, Rive, Mutant Muds, Soul Axiom, Former 8, Typo Man, Extreme Exorcism, Freedom Planet und Lovely Planet. Und zu diesen Indie-Titeln hat Nintendo nun Demos rausgehauen, insgesamt eben dann 9 Demos zu diesen 9 Spielen. Und ich werde nach einem System, nämlich werde ich mir diese Spiele alle exakt 5 Minuten angucken. Ich stelle mir sogar dafür einen Wecker. Und in dieser Zeit haben die Spiele quasi die Chance zu überzeugen. Und Runbow habe ich mir schon mal angeguckt im Vorhinein und da ist dann auch erst die Idee so ein bisschen gereift. Die anderen Spiele werde ich mir komplett unvermittelt angucken, diese 5 Minuten lang. Was man noch sagen kann, bis zum 22.06., also exakt eine Woche, wird das nun freigeschaltet. Der nächste Schachzug von Nintendo auf der E3 nach der sehr guten NWC 2015 Geschichte gestern. Und ich werde dann eben exakt 5 Minuten in das Spiel reingucken. Wenn man sich die Demo lädt und das Spiel einen so begeistert, dann kriegt man sogar 15% Rabatt auf das eigentliche Spiel. Im Hauptmenü ist einiges ausgegraut, aber hier gibt es einen Mehrspielermodus, den ich jetzt leider nicht durchführen kann. Stattdessen gehe ich auf ein episches Abenteuer und auf Herausforderungen. Hier gibt es das klassische Charaktermenü. Man kann sich anpassen nach Farbe oder männlich-weiblich und dann verschiedenen Outfits. Ich gehe mal mit dem kobaltblauen Typen mit dem Hut auf den Kopf. So, da wären wir und ich starte die 5 Minuten Gameplay genau jetzt. Mal gucken, ich komme ins erste Level rein und ich habe schon ein wenig verstanden, wie das Spiel funktioniert. Ihr seht, es gibt hier verschiedene Farben und immer wenn diese Farben wechseln, dann wechseln auch die Hindernisse bzw. Hilfen auf der Map. Beispielsweise jetzt geht eben alles Gelbe weg, wenn das Gelbe kommt, jetzt geht alles Dunkelgrüne weg, jetzt geht alles Rote weg und immer so weiter. Also die Hintergrundfarbe wird dann quasi eins mit den Hindernissen oder Hilfen. Dazu haben wir auch noch ein paar Gegner, die ich hier umhauen kann. Und so geht es in diesem Level, geht es darum, so schnell wie möglich die Trophäe am Ende der Map zu erringen. Hier habe ich einige Fähigkeiten, ich kann so nach oben hauen und damit auch einen Dash machen. Oder... Ah, jetzt komme ich ja nicht rüber. Also ein relativ einfaches Spielprinzip, was ich mir tatsächlich aber... Gehe ich lieber oben rum. Muss ich mal kurz warten. Perfekt. Ah, hier hoch und zur Trophäe. Das ging sogar, glaube ich, relativ schnell. Voll krass, kriege ich sogar gesagt. Vielen Dank. Aber wir sehen es hier links, die Belohnungen. Man kann 2, 3 oder 1 Stern holen, wie immer. Da war ich nicht schnell genug für. Hier geht es auch darum, die Trophäe zu erreichen mit einem Dreifachsprung. Also es ist so ein Jump'n'Run. Ich habe dazu auch schon Trailer gesehen. Das geht mit bis zu 9 Spielern, was ich jetzt leider nicht ausprobieren konnte. Und wie das dann genau funktioniert, weiß ich leider auch nicht. Aber, oh, jetzt leckt es hier schön. Das Spielprinzip hat irgendwo was. Also dieses, es ist natürlich ziemlich einfach eigentlich. Es geht einfach nur darum, dass man, dass sich die Farben ändern und dadurch man eben, oh, das war schlecht, schnell sein muss. Und dann ist es eben ein relativ klassisches Jump'n'Run. Aber ich finde, es hat durchaus seine Vorteile. Hier kann ich so einen Dash machen, so einen Dash-Angriff. Es gibt, wie gesagt, auch noch ein paar Gegner auf der Map, die ihr schon gesehen habt. Und jetzt gehe ich mal, erreiche die Trophäe. Ja, okay, du schaffst das. Mal gucken, ob ich es schaffe. Ich habe eben schon mal ein Level gesehen, da ging es nicht darum, die Trophäen einzusammeln. Da will ich noch schnell hinkommen, damit ich euch das einmal zeigen kann. Aber erstmal hier hin. Okay, hier muss man schon ein bisschen mehr aufpassen. Aber wobei, ich kann hier auch runterfallen, also ist das noch nicht das größte Problem. Jetzt warte ich mal, dass das Gelbe hier wiederkommt. Jetzt auch das Rote. Also, man sieht schon, dass man hier einfach ein bisschen aufpassen muss. Und ich könnte es mir in den schwereren Leveln, in den hinteren Leveln, doch... Oh, okay. Relativ schwer und anspruchsvoll vorstellen. Oder eben mit mehreren Leuten, mit bis zu 9 Leuten, wird es ein Chaos sein. Ah, auf die Gegner kann man übrigens auch drauf springen. Jetzt habe ich hier ein bisschen Glück gehabt.
Und da bin ich auch schon bei der Trophäe. Ich glaube, das war aber jetzt wirklich mal relativ schnell, oder? Ja, 2 Sterne. Die 3 Sterne um 1 Sekunde verpasst. Na, egal. Sammle 10 Run-Bucks. Okay. Also 10 Münzen muss ich jetzt einsammeln. Und los geht's. Selbes Prinzip. Haben wir mittlerweile schon gelernt. Was mich ein bisschen stört, ist tatsächlich, dass es so unkonstant läuft. Also, was haben wir hier? Okay. Ein Pilz, auf den man springen kann. Und unten haben wir Stacheln. Da will ich jetzt mal nicht unbedingt reinspringen. Ah, komm her, komm her, komm her. Und wenn man auf diese Balken geht, dann sinken die allmählich ab. Oh, das war... Ja, da hat es mich erwischt. Die Zentrale wird das nicht mögen. Ja, habe ich mir gedacht, muss man auch einmal zeigen, wie man stirbt. Noch rund 1 Minute auf der Uhr. Gucken, ob ich das Level in der Zeit noch schaffe. Also mit diesem Sprung und dem der Attacke nach oben kann man auf jeden Fall viel machen. Ah, hier muss ich aufpassen. Will nicht schon wieder gekillt werden. Vielleicht gehe ich einfach besser oben rum. Kann mir weniger passieren. Ah! Oh Mann, das war saudumm. Das ist schwerer als Schach. Ja, okay, es sollen ein bisschen pseudo-lustige Sprüche sein. Weiß jetzt nicht, ob mich das so sehr erfreut oder ich die brauchen würde, aber auch komm. Die Münze noch mitnehmen. Die hier, jetzt muss ich ganz schnell machen. Durch meine eigens auferlegte Reglementierung gucken und... Jawohl, danach hätte es mich zwar gekillt, aber spektakulär. Und da kommt auch schon das Zeichen. Perfekt, mit Abschluss der 5 Minuten. Hier habe ich jetzt sogar meine 3 Sterne kassiert. Das war jetzt sogar schnell. Ja, leider konnte ich nicht den Mehrspielermodus mit bis zu 9 Leuten zeigen. Aber das Spielprinzip hat doch irgendwie... Es hat was, finde ich. Ihr könnt ja entscheiden, ob es euch das wert ist. Wenn ja, guckt euch doch nochmal die Demo an. Wenn ihr auch ein paar Leute habt zum Mitspielen, dann lohnt sich das sicher, das nochmal auszuprobieren. Aber jetzt wirklich das Game kaufen würde ich... Noch nicht unbedingt, aber dazu habe ich auch noch zu wenig gesehen und vor allem den Mehrspielermodus nicht spielen können. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.